Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier ist euer Tastenhauer wieder bei Humankind in der dritten Folge hier zum Release-Zeitpunkt mit einer, ja, aktuell noch mit der Presse-Review-Version. Also, ich weiß nicht, ob dann Day One-Patch zum Beispiel noch kommt jetzt am 17. Ich nehme das jetzt schon Tage vorher auf. Das heißt also für euch, das ist nicht unbedingt die gleiche Version wie die, die zum Release-Zeitpunkt dann erscheint. Ja, wir sehen hier unsere erste große Stadt, die wir gegründet haben. Memphis in all ihrer Pracht. Da wird bereits gebaut. Wir sind auf den Baumeistermodus dort umgestiegen, denn wir wollen jetzt unsere Stadt zügig nach oben ziehen, denn wir wissen bereits, dass viele andere Kulturen uns jetzt hier im Spiel eigentlich voraus sind. Das können wir natürlich eigentlich nicht wissen mit den Ägyptern, aber weil sie ja eben Baumeister sind, denke ich mal, haben die auch einen wirklichen Antrieb dazu, hier diese Baumeisterfertigkeit dann auch anzuwenden. So, lustigerweise, und das ist wirklich schön, kann man hier das UI ausblenden für solche schönen Nahaufnahmen. Man kann sie dann hier so richtig schön detailliert die Sachen sich angucken, was da für Gebäude sind, was da in der Natur so abgeht. Hier sehen wir noch einen Mammut rumlaufen. Naja, wir haben jetzt hier die sogenannte Antike erreicht. Genau, da wollte ich euch nochmal was zu sagen. Das habe ich auch schon zurückgemeldet an die Leute beim Entwickler, nämlich, dass ich persönlich, na, was heißt ich persönlich, ich als Historiker irgendwie die ersten beiden Epochenbenennungen vertauscht finde. Also wir starten in die allererste Epoche nach dem Neolithikum, nach der Jungsteinzeit. Wir sind, irgendwie ist ja hier gerade gar kein... Warum wird denn hier keine Zeit angezeigt? Moment mal, wir haben doch was. Moment. Jetzt muss ich mal kurz in die Einstellung gehen. Das ist doch ein gregorianischer Kalender. Der muss doch dann Holozän kann man auch einstellen. Das ist was anderes. Aber hier müsste normalerweise auch mal eine Jahreszahl angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, warum das noch nicht der Fall ist. Das war in meinen Anspielpartien eigentlich immer der Fall, dass hier so eine vor unserer Zeit Angabe war, die eigentlich nichts anderes ist als vor Christus, aber halt sich nicht konkret auf den christlichen Glauben bezieht. Deswegen nennt man das dann alternativ vor unserer Zeit. Das ist einfach eine andere Benennungsform der Zeitrechnung. Stützt sich aber ebenfalls auf den gregorianischen Kalender, also geht vom Jahr 0 Christi Geburt aus, was inzwischen übrigens in Fachkreisen auch nicht mehr ganz so eindeutig ist. Da ist man sich nicht sicher, ob Jesus nicht wenige Jahre vor 0 dann eigentlich geboren ist und die ganze Rechnung eigentlich in sich nicht so 100%ig stimmig ist, aber man setzt das Jahr 0 als Christi Geburt an und dann sind wir jetzt in dieser sogenannten Antike, die wir ja eigentlich als klassische Antike kennen, anderszeitlich unterwegs. Also wir haben jetzt die Kulturen, was haben wir denn hier? Wir haben kennengelernt hier zum Beispiel die Assyrer, ich glaube die Hethiter war schon die Rede davon, die sogenannten Harappaner. Wir sind jetzt hier die Ägypter eben. Und das alles sind Kulturen, die ja zwischen dem Neolithikum und der klassischen Antike bereits gegründet wurden oder Existenz entwickeln. Und dieses Zeitalter, da gibt es keine einheitliche Benennung für. Aber das müsste eigentlich das sein, was Humankind in seinem zweiten Zeitalter benennt, nämlich das sogenannte Altertum. Jetzt muss man wissen, historisch, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, das Altertum ist auch keine kohärente Epochenbezeichnung, sondern meint einen ganz großen Zeitraum, der Teile des Neolithikums noch einfasst, also quasi die Endphase des Neolithikums, was wir am Anfang des Spiels gesehen haben, wo die Stämme die ersten Landwirtschaftsformen ausprobieren, neue Techniken entwickeln etc. Das alles ist die Endphase des Neolithikums. Auch die zählt, wenn ich jetzt richtig mich daran erinnere, noch mit zu dem Altertum. Es zählt dann aber auch die sogenannte Kupferzeit da rein, die Bronzezeit und die Eisenzeit. Das sind eigentlich die zentralen Zeiträume, die sich aber wiederum regional oder örtlich nur auf Europa und den Nahen Osten beziehen. Also die zum Beispiel Indien gar nicht berücksichtigen, die ja viel später bestimmte Verarbeitungsformen wie Bronze kennengelernt haben. Wenn mich jetzt mein Hintergrundwissen nicht ganz täuscht, was ich noch irgendwo im Kopf liegen habe. Also, oder auch südamerikanische Kulturen und mittelamerikanische Kulturen, die sind alle natürlich nicht wenn ich das Ganze jetzt Bronzezeitalter nennen würde, wäre das auch irreführend, weil diese Kulturen eben keine Bronze hatten. Das ist irgendwie ungünstig. Aber Altertum meint eigentlich alles inklusive der klassischen Antike. Also quasi alles bis zum Frühmittelalter
Und dieser ausgehenden Zeit, so zwischen 3., 4. bis 6., 7. Jahrhundert nach Christus, wo man dann auch ungefähr ansetzt mit dem Start des Frühmittelalters, das ist ja auch durchaus fließend, da gibt es jetzt keine ganz festen Grenzen, wie es allgemein bei allen geschichtlichen Epochen eigentlich nie ganz exakte Grenzen gibt, sondern immer ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte Karenzzeit, wo man das entweder in die eine Epoche einordnen kann oder in die andere, weil sich das so genau gar nicht festlegen lässt, historisch. Altertum bezeichnet eigentlich alles inklusive Antike, ist also so ein Überbegriff, ein riesiger Zeitraum von vielen tausend Jahren. Und das, was hier Antike gemeint ist, kann ich mir nur vorstellen, soll die klassische Antike sein. Die aber beginnt erst um 800 vor Christus und geht dann eben bis in die Spätantike hinein, also bis nach Christi Geburt. Und das ist natürlich irgendwie schwierig, weil wir fangen jetzt hier in der angeblichen Antike an, obwohl wir eigentlich ja irgendwo zwischen Neolithikum, Kupferzeit, Bronzezeit, wir haben ja noch nicht mal Bronze, wir müssten ja eigentlich erst Kupfer finden, um überhaupt Kupfer- oder Bronzezeit einzuleiten. Dann käme die Eisenzeit und die Eisenzeit wiederum, die verschlingt sich aber gleichzeitig mit der klassischen Antike, also das ist nicht ganz eindeutig voneinander getrennt, das geht alles so ein bisschen ineinander über. Und deswegen ist die Epochenbenennung hier eigentlich ein bisschen verkehrt, meiner Meinung nach. Ich würde an der Stelle der Entwickler einfach umdrehen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Altertum an und dann gibt es eine spezifischere Epoche, die darauf folgt, nämlich die Antike. Dann ist die klassische Antike damit gemeint, die Spätantike auch und dann kommt das Mittelalter mit seinem Frühmittelalter, Hochmittelalter, Spätmittelalter. Das muss ja nicht weiter unterschieden werden, meinetwegen, aber das würde dann mehr Sinn ergeben, das umzudrehen. Finde ich ein bisschen kurios. Also wir sind jetzt in der angeblichen Antike, ich nenne das jetzt aber einfach mal Altertum. Mir fällt auch kein besserer Begriff eben ein, weil man kann es jetzt Frühzeit der Menschheitsgeschichte nennen. Es führt aber letztlich zu wenig, weil es gibt im Deutschen einfach keinen kohärenten Begriff. Ich bin mir nicht sicher, wie das im Englischen ist. Ich müsste mal die Sprache umstellen und gucken, wie die englischen Bezeichnungen sind. Möglicherweise sind die Engländer einfach da kohärenter in der Bezeichnung und kennen einen allgemeinen Begriff für diese Frühzeit und für Antike, glaube ich, auch einen entsprechenden einheitlichen Begriff. Aber sowas gibt es im Deutschen nicht. Und das ist hier ein Problem in der Übersetzung. So, aber jetzt mal genug Ausschweifungen hier am Rande. Wir haben viel zu tun mit unseren Pharaonen quasi, mit unseren Ägyptern. So, wir haben ja hier noch die Baumeisterfähigkeit aktiviert. Dadurch können wir jetzt relativ schnell ein Schmiedeviertel bauen, obwohl wir eigentlich erst eine Bevölkerung haben. Und die nächste Bevölkerung, also der nächste Pop sozusagen, erst in drei Runden hier existiert. Das heißt, wir sind noch so ein bisschen gehandicapt. Allgemein haben wir ja ein sehr, man könnte sagen, wir sind die Nachzügler im Spiel hier. Wir sind sehr spät dran. Aber was wir jetzt machen wollen, wir wollen natürlich hier Situla bauen. In einer Runde ist jetzt hier der Außenposten dort im Nachbargebiet fertig. Das ist wichtig und ich möchte jetzt so schnell wie möglich einen Außenposten hier errichten. Warum? Wir sind ja bereits einem Nachbarreich begegnet, nämlich hier den Assyrern. Und die Assyrer, da weiß ich nicht so genau, wie sich das entwickelt. Noch sind sie zögerlich, aber solange sie zögerlich sind, will ich ihnen hier das Gebiet nehmen, denn die sind schon hier irgendwo in diesen Gebieten aktiv, haben schon Außenposten oder Städte gebaut und ich möchte jetzt, ich glaube sogar Außenposten, weil Städte wären, glaube ich, eine durchgezogene Linie. Wahrscheinlich haben sie hier irgendwie Außenposten in dem Gebiet. Ein Außenposten. Und wir sollten hier einen Außenposten bauen, weil wir eben das Naturwunder der Danakil-Wüste hier entdeckt haben. Und diese Danakil-Wüste, ihr seht es hier, die bringen uns, wenn wir sie kontrollieren, wenn wir also hier einen Außenposten errichten, bekommen wir einfach mal so pro Runde, soweit ich weiß, plus 5 Einfluss. Ich glaube, das wird pro Runde gerechnet. Dann bekommt der Außenposten oder eine mögliche spätere Stadt, plus 10 Stabilität, auch ein ganz wichtiger Wert im Spiel. Und wir bekommen auch noch 10 Geld. Also wenn das pro Runde ist, dann haben wir nämlich unsere Sorgen mit der Geldressource hier schnellstens gelöst. Deswegen möchte ich jetzt in der nächsten Runde hier direkt vor Ort, wo wir stehen, einen Außenposten bauen. Da gibt es wenig Nahrung hier, aber sehr, sehr viel Industrie, die wir hier nutzen können oder sehr viel Produktionswerte, die wir generieren können. Hier neben, wo diese Kuriosität ist, die wir auch noch entdecken wollen, gibt es hier 3 und 14. Aber ich nehme 2 und 15, weil ich will hier wirklich unsere Ägypter stärken. Das sind eben Baumeister. Nahrung, da müssen wir mal gucken, wie wir die am besten ausbeuten. Vielleicht hier über Situla, aber wir wollen jetzt hier erstmal für 20 Einfluss einen Außenposten gründen.
Das können wir schon diese Runde machen, dauert aber 2 Runden, bis der dann gebaut ist. Aber nächste Runde können wir uns dann hier diese alte, ist glaube ich eine Ruine hier, können wir uns vornehmen. Sieht aus wie eine alte Ruine. Schön. Können wir uns dann ja dort entsprechend angucken. So, hier oben werden wir dann gleich die Zuflucht für 10 Gold noch plündern. Und danach, tja, wir könnten danach dieses Mammut angreifen mit der halben Armee. Das wird auch wahrscheinlich klappen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir mit einer Armee hier vielleicht mal hier Richtung Süden ausschwenken. Denn wir haben ja hier leider schon, oh, guck mal hier. Assyrer haben Interesse. Die Assyrer haben hier ihre Stadt, das wissen wir zumindest. Das ist also deren Stadt, da haben sie schon viel Bevölkerung, sind schon lange hier am Arbeiten. Also, dieses ganze Gebiet ist schon von den Assyrern geclaimed. Auch hier unten das Gebiet besitzen sie schon. Also wir müssen uns jetzt wirklich beeilen, wir müssen diese Zone kriegen, denke ich mal, und diese Zone noch. Das kostet alles Einfluss, aber wir kriegen jetzt ya 13 pro Runde. Überlegt mal, wir bekommen von der Danakil-Wüste jetzt wirklich 5 Einfluss pro Runde. Das ist richtig mächtig zum Beginn. Das brauchen wir auch, um hier aufzuholen gegenüber den anderen Kulturen. Wobei ich sehe gerade von der Ruhmzahl her, sind wir in Führung durch die Entdeckung der Danakil-Wüste. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist natürlich nur eine kleine Momentaufnahme. Das wird sich sicherlich ändern. Okay. So, dann hatten wir hier drüben noch einen Speer, einen einzelnen kleinen Speer und auch der, tja, der hat jetzt hier viel Küste aufgedeckt. Da können wir auch groß expandieren. Das wird natürlich dann immer, skaliert immer weiter hoch von den Einflusskosten her. Ich würde gerne wissen, was sich hier befindet. Mal sehen, wie ich da hinkomme. Wir gehen erstmal hier nach Süden jetzt als nächstes. Ach, wir müssen hier hoch. Nee. Komm over hier. Wir kommen gar nicht da hoch. Das ist hier zu steil, ne? Und hier kommen wir auch nicht so ohne weiteres hin. Was ist das denn für ein komisches Plateau? Off we go. Let's go. Aber hier kommen wir angeblich hoch, oder was? Müssen wir nächste Runde gucken. Wir beenden erstmal Runde 20. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Und dann müssen wir uns irgendwann Gedanken machen, wo wir möglicherweise eine zweite Stadt auch bauen können. Das finde ich derzeit noch schwierig. Vielleicht bauen wir tatsächlich eine Stadt hier bei der Danakil-Wüste. Bietet sich ja eigentlich an, dass wir Ebla zu einer Stadt machen. Als Nachbarstadt zu Memphis sozusagen. Dann ist nur die Frage, ob wir Situla an irgendeine Stadt anknüpfen. Das kann man machen mit 30 Einflusskosten dann, ne? Gut, wir holen uns hier erst aber mal die Kuriosität. Uiuiui, 40 Einfluss und noch Forschung. Und wir haben geplündert da oben, das weiß ich. Ich wollte aber mal gucken, Kuriosität gesammelt. Ein verfallener Schrein bringt uns 40 Einfluss und 15 Forschungspunkte. Guck mal, da sind wir schon fast bei der ersten Technologie, ohne aktiv gerade zu forschen. Das ist irgendwie witzig. Na, okay. Dann würde ich sagen, wir ziehen hier hin, denn wir wollen jetzt hier das Gebiet scouten für einen weiteren Außenposten. Und wir sehen, hier läuft auch schon ein weiterer Scout der anderen Fraktion herum. We've been going nowhere. Ah, okay. Sie bieten uns jetzt. Wir können mit ihnen jetzt Luxusgüter handeln. Noch gibt es zwar keine, aber das wird bestimmt noch kommen. Und da sie auch extrovertiert ist, ich halte die hier eigentlich für fast schon potenziell, ich will nicht sagen Verbündete, aber zumindest nicht für Feinde. Mal gucken. Also wir nehmen das erstmal an. My people will profit from this proposal. We accept. Genau. Finally, something good happens. Genau. So, und dann müssen wir mal schauen. Das wird hier sicherlich die Beziehung nach oben bringen. Das Vertrauen bleibt aktuell stabil. Es wird also nicht schlechter als zögerlich derzeit. Das ist gut. Karte teilen wollten sie letztes Mal nicht. Ja, offene Grenzen könnten wir vorschlagen, aber ich glaube persönlich, warum ist das denn hier so ein bisschen ausgegraut hier unten? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, einen Nicht-Angriffspakt werden sie bezögerlich sicherlich nicht annehmen. Auch nicht offene Grenzen, das glaube ich nicht. Aber würden sie jetzt die Karte teilen? So, ja, sie finden natürlich jetzt wiederum schlecht, dass wir die Danakil-Wüste von ihnen gestohlen haben. Das wollten die natürlich haben, ist ja klar. Ist jetzt so ein bisschen so ein Konkurrenzzeitpunkt hier. Mal gucken, aber ich will die Lage hier nicht eskalieren,
wenn keine Notwendigkeit besteht, denn wir haben auch noch gar kein Militär. Also, nee. Ich denke, wir fragen nochmal, ob sie die Karte teilen würden. So, tell me. Nee. Shall we become closer? Zu viel auf einmal wohl? No, not acceptable. Really? Surprising. I will watch more closely. Also mit ihnen auf eine gute Beziehung zu kommen, wird schwierig, weil sie eben auch hasserfüllt sind. Das macht's hier echt schwer. Na gut. Aber wir lassen das dann mal so, wie es ist mit der Beziehung. Was haben wir hier unten, liebe Leute? Vorwarnmarkierung haben wir eine. Kann ich jetzt irgendwo aufstellen, ne? Ja, will ich aber gerade nicht. Da kann man Markierungen hier aufs Feld setzen. Liebe Leute, gibt es hier eine Möglichkeit? Ja, wir brauchen erstmal 80 Einfluss. Jetzt guckt ihr mal, wie teuer das wird, hier Vorposten zu errichten. Und wir kommen jetzt hier an ihnen. Doch, wir kommen vorbei, wenn wir hier rüberlaufen, ne? Aber das, oh, das ist ein langer Weg. Sie blockieren uns hier, aber wir haben auch keine Punkte zum Laufen mehr. Okay, keine Bewegungspunkte mehr. Dann lasst uns mal hier, tja, Richtung Osten brauchen wir nicht schauen. Vielleicht. Guck mal, hier regnet es und stürmt es. Ist ja schön. Tosendes Wasser. Bewegungskosten sind erhöht hier, ne? Ja. Kann man hier die wassern lassen? Nee. Wir brauchen die Technologie einschiffen dafür. Wäre jetzt ganz interessant, auf Dauer mal zu gucken, wo die ist. Wahrscheinlich Bewässerung, Fischerei irgendwie. Das Rad. Ach ja, das gibt uns die Markabata-Einheit. Da sollten wir jetzt quasi direkt nach der Tierhaltung auch hin. Das machen wir schon mal. Dann lassen wir das andere erstmal noch links liegen und gehen erstmal in die Richtung. Seefahrt ist aber nicht einschiffen, ne? Straßen, was ist das hier? Zwangsarbeit, Kupfer wird dann freigelegt. Waldrodung, hier gibt's Pferde. Kunsthandwerksviertel, das brauchen wir eigentlich auch früh. Aber die Markabata-Einheit finde ich sogar fast noch wichtiger. Ist das hier bei Handelsexpeditionen? Handelsgaleeren? Wo ist denn Einschiffen? Kann ich doch hier suchen, oder? Moment mal. Schlüsselbegriff. Containerverschiffung. Seekriegsführung aus der Luft. Nein, das suche ich hier nicht. Filter nach. Wo ist denn Einschiffen? Ich sehe es hier nicht. Also war von der Technologie Einschiffen die Rede. Ist die hier ganz früh irgendwo versteckt? Nee, eigentlich doch nicht. Pferde. Und hier bekommen wir Straßen. Hier bekommen wir Nutzung von Verstärkung. Hier bekommen wir Gesetze. Hier bekommen wir eine Stadt dazu, also eine Softcap-Erhöhung. Hier bekommen wir Militärlager, Eisen. Vielleicht ist das noch weiter hinten. Nächtliche Eroberung oder wie heißt das? Nächtliche Raubzüge. Unterwerfung fremder Außenposten, angliedern minus 10. Hierarchie im Heer. Hauptstadt verlegen kann man machen. Dolmetscher. Nochmal Stadtbegrenzung. Wo ist das denn? Das kann doch nicht im Mittelalter sein, oder? Gilden geben Handelsversicherungen. Salpeter, Verteidigung, Strategien zur Verteidigung. Nochmal eine Erhöhung hier. Handelsverwalter, Durchgangs sowieso, verdecktes. Sag mal, bin ich jetzt blöde? Haben die hier eine andere Übersetzung gewählt? Wartet mal. Nicht möglich, da ihr keine Technologie besitzt, die ein Einschiffen ermöglicht. Ach, die Technologie heißt anders. Ja, dann würde ich vermuten, dass die Technologie die ersten Schiffe sind, ne? Die wir dann hier unten bei Seefahrt haben. Na gut, das dauert aber noch, bis wir da sind. Schade. Okay. Gut, dann müssen wir das eben ein andermal probieren. Da müssen wir die Speer, denke ich mal, jetzt hier auch irgendwo Richtung Süden schicken. Wir schicken sie mal hier unten hin. Das dauert jetzt eine Weile, bis sie da ankommen. Aber das ist, glaube ich, ganz okay. Ja. So machen wir das. Und beenden diese Runde. Runde 21 oder nee, wir können noch was machen. Ist da irgendjemand noch? Die hier können noch weiterlaufen. Die haben noch 2 Punkte, aber kommen hier nicht hoch. Ja, die müssen hier außen rum gehen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hier ist wieder kein Aufweg möglich.
Dann beenden wir die Runde jetzt. Jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Und jetzt können wir weiterschauen. Das Mammut bewegt sich hier bei uns noch. In Memphis wird nächste Runde das Schmiedeviertel fertiggestellt. Endlich. Und wir haben jetzt hier den Außenposten fertig errichtet in Ebla. So, wenn wir den jetzt zur Stadt ausbauen wollen, kostet uns das 160 Einflusspunkte, die wir natürlich lange noch nicht haben. Und das Ding ist, dass wir natürlich eigentlich hier keinen guten Posten für eine Stadt haben, eben weil es hier kaum Nahrung gibt. Also ich halte zum Beispiel diesen Ort, halte ich für mit 11 Nahrung für stadtfähig. So wie Memphis ja auch, wobei die haben nur noch 8 derzeit, das kann man aber auch noch erhöhen. Genau, Gebiete eingliedern, weiß ich schon. Aber, ja, das kenne ich auch. Das ist jetzt echt schwierig. Also selbst Memphis hat ja schon wenig Wachstum, aber so wenig wie hier oben in Ebla, das kann sich kein Mensch leisten. Guck mal, wie lange das dauert, bis die hier eine Bevölkerung dazu bekommen. Nee, das ist ein reiner Außenposten für Produktionspunkte. Vielleicht kann man den anschließen an Memphis. Ich glaube, das ist tatsächlich auch sogar eine gute Idee, den erstmal anzugliedern. Aber wir müssen auch gucken, wie viel uns jetzt ein Außenposten hier kosten würde. Da brauchen wir 80, die wir jetzt noch nicht mal haben. Können wir jetzt hier langlaufen? Ja. Oh nein, die haben Kupfer auf ihrem Gebiet. Wie ärgerlich. Wir sind zu langsam. Das heißt, sie werden wahrscheinlich eher als wir Kupfer haben. Das ist jetzt bitter, dass wir das nicht kriegen. Also zumindest vorerst nicht. Ärgerlich. Und dann haben wir hier wieder so ein Gebiet. Tja, das können wir jetzt natürlich an uns gliedern, aber so richtig lohnenswert finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Hier ist noch eine Zuflucht, die wir dann... Können wir die angreifen direkt? Ja, dann sollten wir das mal gerade machen, dass wir die schon mal hier besiegen. Das ist ja jetzt nicht weiter schwer. Gut, das lassen wir so stehen. Ach, der steht da hinten. Stellen wir uns mal hier auf. So, wenn ich jetzt einen... Ja, das ist die Positionierung, geht nicht besser. Wenn ich gegenüber auf den Hexfeldern stehe, dann bekomme ich nochmal 4 Kampfkraft zusätzlich. Das ist eigentlich sehr schön. Aber leider kriegen wir sie jetzt nicht. Wir müssen jetzt ziemlich harte Verluste einstecken. Naja, 37,7 geht. Und hier wird es auch nicht viel sein. 5 bis 25, 30 bis 42. Mal gucken. 7,38. Das ist ganz gut gelaufen. Gut, und dann wird er uns jetzt angreifen. Und wir haben 5 Gold bekommen. Jagd in Honor. So, die Zuflucht können wir dann... Können wir die jetzt direkt... Können wir noch nicht plündern. Ach, hier hat er auch schon wieder einen Scout am Rumlaufen. Oh, und hier unten ist eine noch unbekannte Strategieressource. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall nächste Runde oder übernächste Runde hier definitiv einen Posten aufstellen. Ich hoffe, das gelingt uns zeitlich jetzt noch. Denn das wäre mir super wichtig, auch vor der Plünderung der Zuflucht noch. Damit wir diese Ressource wenigstens mitnehmen können. Das wäre schon enorm wichtig, ne? So, die marschieren auch weiter. Ich mache das jetzt mal manuell. Und ihr marschiert hier hin. Das dauert ja auch noch sehr, sehr lange. Gut. Ja, angliedern. Angliedern ist jetzt dumm, weil dann können wir nächste Runde unseren Posten hier nicht hinbauen. Das könnten wir sonst mit Situla oder mit Ebla vielmehr machen, haben wir gesagt. Situla bleibt erstmal für sich. Okay. Gut. Wir beenden diese Runde. You have constructed a first emblematic quarter. It's a symbol of power. And a lasting memory of this era. Go ahead, be smug. Okay. Dadurch, dass wir das Schmiedeviertel errichtet haben, aber das Emblematic Quarter ist doch die Pyramide eigentlich. Die haben wir noch nicht gebaut. Aber die werden wir jetzt bauen, denn noch haben wir hier die aktive Forcierung. Wenn wir jetzt hier das rüberlegen, verlieren wir in 11 Runden Bevölkerung. Aber bis dahin haben wir die Sachen schneller abgeschlossen. Wobei... Das egal ist, das dauert so oder so hier 3 Runden, ne? Die ägyptische Pyramide. Und wir kriegen nochmal Stabilitätsbonus. Das ist jetzt eigentlich noch unwichtig. Aber später... Ah, okay, wir kriegen die Boni von den anderen Bergen nicht, weil die nicht im selben Gebiet liegen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Aber wenn ich die angliedere, würde das gehen.
Problem ist, wir können nicht angliedern und einen neuen Außenposten gleichzeitig bauen und alles angliedern. Nee, das geht nicht. Außerdem wird angliedern auch jedes Mal teurer für jeden Außenposten. Dann lassen wir das noch. Sondern machen erstmal hier unseren neuen Außenposten. Der offenbar hier ganz gut hinpasst. Da kriegen wir 11 und 13. Oh ja, das ist gut. Lass uns das machen, dass wir wenigstens eine zukünftige Ressource sichern und hier die Grenzen schon mal abstecken. Das wird also weitere Verstimmung wahrscheinlich erzeugen. Kulturelle Konversion wird hier auch stattfinden. Wir sehen das hier, weil die dominant sind natürlich mit ihrer Nähe. Dafür ist das dann bald ägyptisch. Und das wird auch ägyptisch sein. Ich hoffe, dass wir das auch noch irgendwann ägyptisch kriegen. Mal sehen. Und danach holen wir uns hier diese Kuriosität. Hier scheint irgendwas zu sein. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber wir können die Entdeckung als erstes hier machen. So, nur noch 10 Einfluss übrig. Das heißt, angliedern ist nicht mehr möglich. Und in Memphis brauchen wir jetzt natürlich dann noch eine neue Konstruktion. Einen neuen Konstruktionsbefehl vielmehr. Unser Bezirk gibt uns 9 zusätzliche Industrie. Das ist gut. Ja, wir haben hier auch nicht viel Auswahl. Ich meine, wir könnten die Nahrung ein bisschen mehr forcieren, aber wir sollten wirklich jetzt die Pyramiden bauen. Der Einflusspunkt ist wichtig und auch die zusätzliche Industrie pro Spieleviertel angrenzend. Da kriegen wir dann ja auch schon mal 3 dazu, ne, von hier drüben. Also, das ist schon sehr mächtig. Und wenn wir das angliedern, kriegen wir weitere Punkte, glaube ich, dazu. Es müsste eigentlich so funktionieren nachträglich. Also bauen wir hier die Pyramide hin. Oder die Pyramiden, ein richtiges Pyramidenfeld in der Nähe von Memphis. So, reiche Ernte wird in einer Runde ablaufen, das heißt, dann stagnieren wir hier sogar. Aber okay, der Bonus hat uns hier schon eine ganze Weile ein bisschen über Wasser gehalten. Sehr schön. So, die marschieren weiter in die Richtung. Das dauert ja natürlich eine Weile. Die gucken jetzt, dass sie hier Dinge entdecken. Wir marschieren hier weiter. Und könnten auch hier demnächst einen Bau plündern. Das gibt, glaube ich, auch Gold. Das sollten wir mal mitnehmen. Gold schadet nie. Das kann unter anderem dazu verwendet werden, eben andere Luxusressourcen von anderen Staaten, wie zum Beispiel hier den Assyrern, einzukaufen. Aber da wir hier nichts haben zum Einkaufen, ist es derzeit noch nicht sinnvoll. Warum steht hier 3 Runden Wartezeit? Und er schlägt mir das jetzt trotzdem vor. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was mir das sagen soll. Ich kann das ja trotzdem vorschlagen. Ach so, der Vorschlag vor dem Ablauf der Runden kostet uns jetzt Einfluss. Aber das haben wir ja gerade gemacht. Warum sollten die jetzt was anderes sagen? Nee, wir werden jetzt schön warten. Es bleibt halt zögerlich. Wirkt sich das aus mit... Nee, dass wir jetzt hier das hier angeknüpft haben, wirkt sich noch nicht aus. Aber ich fürchte, dass es das noch tut. Schauen wir mal, liebe Leute. Ja, das war's erstmal für diese Runde. Also, Memphis baut jetzt die ersten Pyramiden. Oder ich würde jetzt sagen, das wird so ein Pyramidenfeld vielleicht. Wir haben hier 2 Außenposten in Situla und Ebla. Und bauen jetzt einen dritten hier unten im Osten. Damit haben wir hier die Assyrer zumindest so ein bisschen wegblockiert. Zumindest hier oben. Hier unten natürlich noch nicht. Da müssten wir dann auch nochmal nachlegen. Also wir brauchen dringend die neuen und verbesserte Einflusspunkte. Aber gut ist, dass wir bereits die Danakil-Wüste uns geschnappt haben. Die haben wir als erstes entdeckt, dadurch Ruhm bekommen und jetzt auch noch den Einfluss davon. 5 Punkten pro Runde nehmen wir dadurch mit. Das ist sehr, sehr gut. Also der Start... Ich sag mal, ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen, inzwischen. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir haben hier ganz gute Ressourcen, auch ganz gute Luxusressourcen, eine Menge Farbstoff, 4 Stück alleine hier schon, könnten sogar 5 werden. Ach, guckt mal hier. Also, das ist nochmal wichtig. Ich erkläre euch das in diesem Fenster hier nochmal. Also, wenn wir einen Farbstoff nachher abbauen, das können wir erst mit der Technologie-Kalender, dann bekommen alle Städte 5 Industrie und 4 Stabilität. So, und ich glaube, das skaliert auch hoch. Umso mehr Farbstoff wir abbauen, umso mehr wird das hochgesetzt. Also plus 10, plus 15, plus 20 Industrie, plus 4, plus 8, plus 12 und so weiter und so fort. Das geht, glaube ich, hoch. Und jetzt ist noch zusätzlich gibt es noch wundersame Effekte für Luxusgüter. Und zwar, wenn wir mindestens 4
davon abbauen. Es gibt wohl 8 auf, ich interpretiere jetzt mal, 4 von 8 klingt für mich nach, auf dieser Weltkarte gibt es 8 Lager davon und wir alleine müssten 4 abbauen, damit wir etwas freischalten, nämlich hier diese +5% Industrie und +10 Stabilität. Wir würden bis zu 5 wahrscheinlich bekommen, 4 auf jeden Fall, die haben wir jetzt schon sicher. Und dann müssten wir noch die Technologie Mäzenatentum erforschen oder Mäzen. Ja, Mäzenatentum müsste man es aussprechen, um die Effekte dieser Ressource zu verbessern. Ich gucke schon mal hier rein. Das ist nämlich interessant. Mäzenatentum, wann ist das? Okay, in der frühen Neuzeit könnten wir davon profitieren. Das ist noch ganz, ganz lange hin. Aber immerhin gut zu wissen, dass man das schon mal auf dem Schirm hat. Diese Ressourcen können also auch später im Spiel noch sehr, sehr, sehr nützlich sein und uns zusätzlich helfen. Mal sehen. Also, das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.